Herzlich willkommen zur nächsten Crazy House Schachpartie. Und so. Erstmal hier Figuren entwickeln und vielleicht spiele ich ja mal so, dass ich. Ah, Mist. Da holt sich ja das Zentrum, aber so gesund kann das eigentlich gar nicht sein. So, die 5. Jetzt gehe ich da rein, weil Vorposten sind immer nicht schlecht. Bis da ist ein ziemlich guter Vorposten, würde ich mal sagen. So, jetzt setze ich schon wieder meinen Läufer ein. Und wichtig ist ja, dass ich immer ein bisschen aggressiver spiele. So, und dann flankiere ich jetzt mal den Läufer, weil der ist ziemlich schwach. Jetzt haben wir schon Springer, das ist schön. Der Läufer greift jetzt auch gleich wieder den Springer an. Der Bau dahinter hängt auch. Das heißt, er muss den Springer decken und dann kann ich mal schauen, wie ich das mache. Und ich mache das so. Und versuche mal hier was zu machen. Aber er setzt da schon unangenehm ein. Da nehme ich, glaube ich, erstmal einmal den Springer. Ja, und den muss ich wieder nehmen. Jetzt habe ich, glaube ich, hier, habe ich eine Figur verloren? Ja, habe ich. Aber ist, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich jetzt ziemlich guten Angriff kriege. Ich habe einen Bauern, einen Springer und einen Läufer. Ich glaube, damit lässt sich was machen. Ich könnte ihm jetzt da erstmal irgendwo einen Bauern reinsetzen. Das mache ich auch. Da ist ein guter Platz, den kann er nicht wieder nehmen, weil dann sein Turm hängt. Das ist schon mal ein sehr starker Bauer da vorne. Oh, da hängt mein Turm. Jetzt muss ich wirklich irgendwo Angriff finden. Was soll ich auf F2 einsetzen? Den Springer oder den Läufer? Ich setze meinen, ja, den Läufer ein. Mit Schach. Hier geht nach da. Das nehme ich da raus. Holen wir eine weitere Figur. Check. Und jetzt fängt er hier schon an, unangenehm zu werden. Jetzt setze ich meinen Springer ein. Check. Ah, jetzt fängt er hier an zu anzugreifen, aber den kann ich einfach rausnehmen. Check. 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 So, jetzt opfert er hier Figuren. Ob das so gut ist, weiß ich jetzt nicht. Check. So, da was dazwischen. Check. Und rausnehmen. Und jetzt hier auf der Grundreihe kann er keinen Schach setzen. Ich habe jetzt einen Turm. Das sollte schon ziemlich gefährlich werden für ihn. Damentausch wäre irgendwie sehr, sehr, sehr gut für mich. Gut, jetzt hat er auch noch nicht mal mehr eine Minute. So, er macht weiter, okay. Check. Schach. Schlagen wir den hier gleich raus. So, jetzt mal schauen. Jetzt muss hier irgendwo doch der Gewinn sein. So, Bauern, Hauptmann, bringt glaube ich nichts. Turm einsetzen mit auch noch nichts. Na komm, ich setze hier mal einen Bauern ein. In der Hoffnung, dass er mit dem König schlägt. Weil dann ist da eine Springergabel. Aber jetzt auch einen Turm. Habe ich gerade gar nicht gedacht, dass er jetzt auch einen Turm hat. Den kann er jetzt hier irgendwo auf der Grundreihe unangenehm einsetzen. Gut, den nehme ich einfach raus. Check. Ja, jetzt krieg ich aber langsam ein Problem. Ach, da. Ja, jetzt krieg ich ein Problem. Check. So, dann nehme ich einmal hier. Check. Einmal dort. Jetzt hat er ja langsam bald keine Figuren mehr.
Aber es wird gefährlich. Und das ist matt. Bin ich ja mal richtig schön matt gelaufen. Na okay. Wäre ich hier hingegangen, wäre es matt geworden. Und er hat noch 20 Sekunden. Das heißt, wenn er jetzt nicht Schach setzt, dann geht er selber. Check. Werde ich selber gewinnen. Ach so, nee, kann ich einfach rausnehmen. Ah, und Check. jetzt setzt er dann Springer ein und dann. Ah, er hat keinen Läufer mehr. Er hat seinen Läufer da geopfert. Das hat er hoffentlich kein. Ja, er hat keinen Schach mehr. Das heißt, jetzt komme ich. Time warning. Mit dem Turm. Mit einem Springer. Gut, den nehme ich. Check. So, und jetzt habe ich eine Dame. Schach. Schach. Check. Schach. Und matt. Gut, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal.